unseren nächsten Slot zum Thema Laravel und Neos. Und ja, wir sind schon ganz gespannt. Vielen Dank. Gut. Ja, also wir haben bei unserem Unternehmen eine Laravel-Anwendung geschrieben, die mit Neos kommuniziert. Und da will ich jetzt euch mal vorstellen, wie die aussieht, was die macht. Und ja, erstmal zu mir. Ich bin Damien. Ich arbeite bei der Münz Media GmbH, mache da meine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und bin gerade im zweiten Lehrjahr. Ich entwickle da hauptsächlich Frontend-mäßig und eigentlich ausschließlich mit Neos und habe da auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Ja, erstmal ein bisschen Hintergrundwissen noch zu dem Kunden, für den wir diese Anwendung erstellt haben. Das ist ein Autohaus, Autohaus Wolfsburg, um genau zu sein, und wir verwalten da eine große Neos-Multisite mit mehreren Autohaus-Seiten. Und da kommen fast täglich neue Angebote rein, die wir vorher manuell einpflegen mussten. Und ja, der alte Prozess, kann ich euch ja mal zeigen, der war sehr aufwendig. Und zwar hat der Verkäufer erstmal überlegt, was er verkaufen will. Hat das dann eine externe Agentur, eine Grafikagentur gesendet. Die Agentur hat sich dann Bilder und Texte dazu ausgedacht und das wieder an den Verkäufer zurückgesendet. Der Verkäufer hatte dann eventuell Änderungswünsche. Diese Änderungswünsche wurden dann wieder umgesetzt und dann wurde letztendlich das fertige Angebot an uns gesendet. Wir haben das Ganze in das Neos eingepflegt und dann noch eine interne Qualitätskontrolle durchgeführt. Dann haben wir das wieder an die Agentur zurück zur Überprüfung gesendet und die Agentur hat dann die Verkäufer um Freigabe gebittet. Und wenn der Verkäufer das Ganze abgesegnet hat, dann war das Angebot letztendlich veröffentlicht. Also ein sehr langer Prozess. Die Probleme sind eigentlich offensichtlich. Es ist eine sehr lange Bearbeitungszeit, bis das Angebot letztendlich online ist. Da kann die Konkurrenz möglicherweise schneller sein. Und es ist natürlich auch sehr fehleranfällig durch die vielen Personen, die daran arbeiten und das kontrollieren. Und vor allem auch kostenintensiv durch unter anderem diese zusätzliche Grafikagentur. Ja, und deswegen wurde Fastlane entwickelt, so heißt die Anwendung. Und zwar funktioniert das so, dass der Verkäufer das Angebot direkt in Fastlane erstellen kann, kann da sogar die Texte mit KI generieren und das fertige Angebot gelangt dann als Document-Type bzw. Node-Type über die REST-API ans Neos. Wir haben das Ganze mit einem Docker-Compose-Setup, Laravel und Filament, also dem Filament-Dashboard, umgesetzt. Und jetzt gibt es hier ein kleines Demo-Video. Genau, es ist quasi so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Zuerst stellt man ein paar grundlegende Daten ein, wie wann das Angebot online gehen soll, wie lange und so weiter. Dann Fahrzeugdaten. Da wird dann zum Beispiel das Modell eingetragen, die Motordaten, Getriebe und so weiter. Und die ganzen Fahrzeugdaten werden noch teilweise alle schon fertig berechnet da drin. Und dann gibt es noch die Verkaufstexte. Wie schon gesagt, kann man die mit KI generieren und kann sogar einstellen, welche Eigenschaften, Daten mit in den Prompt berücksichtigt werden sollen. Als Thema haben wir jetzt hier mal beispielsweise Neos Barcamp eingegeben. Letztendlich werden in dem Prompt wirklich auch die ganzen Fahrzeugdaten, also vom Motor oder Preis und so weiter, alles mit berücksichtigt und dann als fertiger Text zusammengefasst. Es gibt dann auch noch die Überschrift für das Angebot und es gibt immer noch mit jedem Angebot einen Slider auf der Homepage. Genau, und da sind dann die fertigen Texte zu sehen. Man kann die auch noch einzeln generieren oder alle auf einmal. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt den Code an. So sieht das Ganze im Backend aus. Da sieht man, wie der Prompt aussieht. Es ist quasi wie so eine Rolle aufgebaut. Du bist eine Werbeagentur. Du bist ein Profi-Mitarbeiter und so weiter.
Und dann kommen quasi die ganzen Fälle für die Überschrift im Slider, für den Text. Sind dann nochmal alles extra Prompts. Genau, und dann gibt es auch weiter unten noch einen Fallback-Prompt, falls zu wenig Daten angegeben wurden oder falls die Texte, die in der Anwendung festgelegt wurden, nicht ausreichen. Genau. Und so sieht das Ganze dann im NEOS aus. Das heißt, man hat dann wirklich eine fertige Seite und kann da sogar noch theoretisch die ganzen Texte bearbeiten, kann die Buttons ändern und sieht auch die fertig ausgerechneten Fahrzeugdaten. Genau, und dann gibt es noch den Slider, der wird ebenfalls fertig. Genau, und dann noch ein paar Vorteile, die das Ganze letztendlich hat, nämlich ein schnelles und einfaches Einpflegen. Der ganze alte Prozess mit dem Hin- und Herschicken der Angebote kann komplett übersprungen werden, weil der Verkäufer direkt in die Anwendung gehen kann und das Angebot erstellen kann. Und dadurch wird die Werbeagentur für diesen Fall quasi komplett überflüssig und kann sich auf andere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel Social Media oder Fotos. Und dann gibt es noch einige Ausblicke für die Zukunft. Aktuell ist es nur möglich, ein Auto, also Angebote mit ein Auto zu erstellen. Das heißt, wenn es jetzt Angebote mit mehreren Autos gibt, dann müssen wir die immer noch manuell erstellen. Aber es ist schon geplant, dass das auch noch als Möglichkeit dazukommt. Und Meta-APIs für Instagram und Facebook, dass man da auch Posts generieren kann. Genauso wie für wie eine Brevo-Anbindung für Newsletter. Und eventuell auch noch Smart-TV-Werbung. Genau. Das wäre es auch schon gewesen. Gibt es noch Fragen? Cool, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Vielen Dank dir nochmal.